So, ja, genau, dann haben wir so den in Anführungsstrichen Werbeblock auch durch und oh, wir sehen ein. Ach, stimmt, das ist ja ein Race. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, So, verdammt. dann viel Gut, Spaß. danke. Ciao. Bis dann. So, sind beide raus? Ja, ich glaube. Ja, okay, dann kann ich jetzt in Ruhe reden. Und jetzt sind wir wirklich allein für ja, maximal 16 Minuten. Also wird wahrscheinlich sogar deutlich kürzer sein als 16 Minuten. Ach nee, fängt noch nicht an. Wollte gerade sagen. Aber wir sehen schon mal ein bisschen was vom Spiel. Und leider muss ich dazu sagen, die. Oder nee, Moment, ich warte noch, bis der Run losgeht. Ich denke mal nicht dran. Ich will immer gleich loslegen und dann fällt mir wieder ein. Ach nee, Moment, soll ja auch alles ins VOD rein. Deswegen, ja, warte ich dann lieber noch mal ein bisschen. Ja, ihr seid mit mir allein. Der Sif ist ja an sich auch noch da. Er ist halt nur nicht jetzt hier im Channel. Hi, Frixt. Endlich mit Vini alleine. Bright Kappa. Oder ja, Kappa Pride, so was, ja. Entschuldigung. So, sehen aber beide bereit aus. Wir werden natürlich mit Sonic spielen. Also die Option mit Knuckles hätte es auch ge. Nee, Moment. Okay, links werden wir mit Knuckles spielen. Gut, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, die Route ist aber so ziemlich dieselbe. Ich kenne jetzt nur die Sonic-Route, deswegen werde ich mich ein bisschen mehr auf die rechte Seite fokussieren. Ja, ist im Grunde ein ganz klassisches Sonic-Spiel, das eigentlich für ein Game Gear damals erschienen ist. Deswegen ist der Bildschirmausschnitt auch so klein. Es gibt auch eine Master System-Variante, allerdings ist die erst 97 rausgekommen und wurde von Tectoy damals produziert. Tectoy ist die Firma, die im Endeffekt so die Rechte in Brasilien bekommen hat, dafür ja, Master System-Spiele weiter zu produzieren. Deswegen ist auch die Master System-Variante ein offizielles Spiel. Und da ist natürlich der Bildausschnitt ein bisschen größer, aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier mit der Game Gear-Version leben, die halt ja, nicht ganz so hübsch aussieht im Endeffekt. So, ja, das Grundprinzip ist ganz einfach. Wir haben insgesamt fünf Level. Die Level bestehen jeweils aus drei Akten, wobei der dritte Akt immer der Bossakt ist. Einen kleinen Unterschied gibt es da noch ja, in der fünften Welt, genau. Da sind es halt keine drei Akte. Und ja, grundlegend, wie gesagt, klassische Sonic-Mechanik. Wir sind jetzt aktuell in der Green Hill Zone, so das Einsteigerlevel schlechthin für Sonic. Und ja, beide sind jetzt auch schon im Akt 3. Beziehungsweise, ja, Knuckles, beziehungsweise Hypnotix, der ist, ja doch, jetzt ist er auch in Akt 3 offiziell angekommen. So, und hier haben wir schon den ersten Boss. Den Robotnik müssen wir, ja, da müssen wir einfach im richtigen Moment immer hinspringen. Am besten mal dann, wenn er gerade seine Klingen da wirft, sodass wir den Klingen gleichzeitig ausweichen. Und auf der linken Seite sehen wir mal die Taktik mit Knuckles. Okay, das ist auch interessant. Also Knuckles kann ja gleiten. Und ja, diese Gleittechnik machen wir uns bei dem Boss zunutze. Ich glaube, generell hat Knuckles bei den Bossen so ein bisschen seine Vorteile, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Wie gesagt, ich kenne halt nur die Sonic-Variante, die Sonic-Route. Weil ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass einer von beiden noch Knuckles spielt, beziehungsweise ich habe nicht mal daran gedacht, dass es ein Race ist, davon abgesehen. So, jetzt sind wir in. Oh Gott, wie ist das Level nochmal? Moment, ich guck nach. Wo habe ich es denn? Achso, ja, Yellow Desert Zone, genau. Also die Namen sind tatsächlich jetzt nicht so einfallsreich. Es ist immer irgendeine Farbe und dann, ja, irgendein Gebiet. Also in dem Fall, also erst Green Hill, dann Yellow Desert. Ja, und auf die anderen komme ich dann später zu sprechen. Da will ich jetzt noch nicht spoilern. Aber auch hier einfach durchrennen, beziehungsweise durchrollen, je nachdem. Wir haben in dem Sonic auch den Spin Dash, wie man da auf der rechten Seite gerade gut gesehen hat. Und wie gesagt, Knuckles hat halt auch die Fähigkeit zu gleiten. Das heißt, ja, er kann halt, weiß ich, längere Abgründe überfliegen einfach. Und dadurch ändert sich die Route bei ihm ja teilweise ein kleines bisschen. Aber grundlegend ist es dieselbe Route. So, hier in dem Abschnitt auf der linken Seite, den wir gerade sehen, den hatten wir auf der rechten Seite auch gerade gesehen. Ja, da müssen wir einfach immer in das richtige Loch rein und werden dann halt einfach durch die Löcher weitergeschossen. Und ja, damit sind wir am Levelende. Nein, ich hatte selber tatsächlich keinen Game Gear. Ich weiß aber, dass der halt, weiß ich, wie viele Batterien gefressen hat. Also ich habe auch Game Gear gespielt, so ist es nicht, aber ich habe selber nie einen besessen. Ich hatte ja Master System, wozu brauchte ich dann Game Gear?
ungefähr. So, wir sind beim nächsten Boss und da bin ich jetzt mal auf die Knuckles-Taktik auch gleich gespannt. Also der Boss besteht im Grunde daraus, dass er immer kurz auftaucht einmal, da können wir ihn einmal treffen oder mindestens einmal treffen, sagen wir es so. Und ja, dann kommt er plötzlich mit deutlich höherer Geschwindigkeit ins Bild und stößt immer mit seinem Speer zu. Okay, aber die Taktik bei Knuckles unterscheidet sich jetzt nicht. Ja doch, ganz am Ende haben wir einen Glide gemacht. Bei Sonic sind wir da halt ganz normal nochmal rangesprungen. Also da hat es jetzt kaum Unterschied gemacht. Knuckles ist, glaube ich, minimal schneller gewesen bei dem Boss. War wirklich nur minimal. So, nächstes Level, Red Volcano Zone. Und hier kann es ab und zu mal passieren, dass wir ein bisschen zu früh in der Lava landen. Also wir werden generell ein paar Damage-Boosts benutzen. Ja, mit den Damage-Boosts, wenn wir da, also Damage-Boosts im Sinne von, dass wir uns in die Lava fallen lassen, so, sollte ich vielleicht auch mit dazu erwähnen. Und wenn wir da aber ein bisschen zu früh in die Lava fallen, dann kann es sein, dass wir da erstmal ein bisschen hin und her springen müssen, um einen Ring wieder einzusammeln, den wir gerade gefunden haben, oder verloren haben wir nicht. Und ja, ansonsten recht ja, einfach aufgebaut. Übrigens die Spezialfähigkeit von Sonic, also Knuckles hat ja dieses Gleiten, und die Spezialfähigkeit von Sonic ist der Doppelsprung. Also den sieht man immer wieder im Run. Auf den bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. So, die Plattform, die wir auf der rechten Seite sehen, oh, da hat Knuckles gerade Probleme mit dem Looping gehabt. Plattform, die wir auf der rechten Seite sehen, da müssen wir halt unseren Dash benutzen, damit wir die quasi nach oben schrauben, mehr oder weniger. Und wir haben hier in dem Level auch das erste Mal Loopings gesehen und so eine typische Eigenart von Loopings in Sonic-Spielen. Achso, mit Knuckles klettern wir einfach so hoch. Ja, das ist interessant. Ja, eine Eigenschaft von Loopings in Sonic-Spielen ist die, dass wir den Looping nicht komplett durchrennen, sondern dass wir kurz hinter dem höchsten Punkt, dass wir da einfach abspringen und dann denkt das Spiel halt schon, dass wir quasi im hinteren Bereich des Loopings sind. Dadurch können wir immer ein ganz kleines bisschen Zeit fahren. Wir haben es bei Knuckles eben kurz gesehen und sehen es da nochmal. Ja, das funktioniert in so ziemlich jedem Sonic-Spiel. Und macht man auch generell in Speedruns, in allen möglichen Sonic-Spielen. So, ansonsten, ja, relativ geradlinig wieder aufgebaut. Also wir werden jetzt, ich überlege gerade, ja, war schon Akt 3. Ich war mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das noch Akt 2 oder schon Akt 3 gewesen ist. Aber, ja, ist Akt 3. So, und hier kommen wir jetzt auch direkt zum Boss, also bei Sonic zumindest. Und wenn wir hier das richtige Pattern haben, dann ist der Boss überhaupt kein Problem. Ja, es kann aber passieren, dass wir halt so ein bisschen aus dem Pattern rauskommen. Ja, und dann kann sich der Kampf ein bisschen weiter in die Länge ziehen. Aber bei bei STWolive, genau. Ich sage jetzt einfach bei Sonic. Also ich sage immer bei Sonic oder bei Knuckles, ihr wisst dann ja, welcher Bildschirm gemeint ist. Ja, bei Sonic war das im Grunde ein perfekter Kampf. Genauso sollte er funktionieren. Ich weiß nicht, ob der zweite Treffer dann noch beabsichtigt war, aber das wäre dann der einzige Punkt, an dem wir ein bisschen Zeit verloren haben. So, und hier kann ich mir gut vorstellen, obwohl, nee, der Kampf geht mit Knuckles offenbar auch nicht wirklich schneller. Währenddessen ist Sonic mittlerweile schon in der Blue Marine Zone, genau. Und ja, Blue Marine Zone ist halt quasi das Wasserlevel, wobei wir tatsächlich relativ wenig Zeit direkt im Wasser verbringen. Meiste Zeit verbringen wir eigentlich in diesen Röhren hier, wie man gerade sieht. Da braucht man im Endeffekt auch überhaupt nichts machen, einfach einmal reinspringen und dann uns ja durchtreiben lassen quasi. Mehr ist es dann nicht. Und hier bin ich mal auf Knuckles-Taktiken gespannt, weil wir hier einige Sprünge haben, die bei Sonic nur mit einem Doppelsprung funktionieren. Den hat Knuckles ja nicht. Da muss ich mal so ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, ich kenne halt nur die Sonic-Route. So. Einmal da durch. Also jetzt ist es für mich auch gerade schwer, auf beides gleichzeitig zu achten. Ich achte jetzt mal wirklich so ein bisschen mehr auf den linken Bildschirm. Achso, ja klar, Knuckles kann ja einfach die Wand hochklettern. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Okay, gut, dann hat sich das auch erledigt. Aber tatsächlich wird Knuckles hier in dem Level von vornherein ein bisschen langsamer sein. Weil hochklettern dauert natürlich ein bisschen länger als mit Doppelsprung hochspringen. Ja, und das... Ja, wie ich vorhin schon vermutet hatte, also die Bosse gehen mit Knuckles im Zweifelsfall ein bisschen schneller, aber die Level an sich gehen mit Sonic dann wieder ein bisschen schneller. Deswegen, ich glaube, im Endeffekt wird Sonic von vornherein schon einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil haben.
Aber es ist trotzdem mal interessant, beide so nebeneinander zu sehen. Ja, wie Knuckles schaut, wenn er rausgeschleudert wird. Sonic aber auch, muss man dazu sagen. Der guckt ja auch ein bisschen komisch dabei. So, ja, dann sind wir jetzt auch schon bald wieder fertig mit der Stage und mit dem ganzen Spiel, weil wir nach der Blue Marine Zone tatsächlich nur noch eine Zone haben oder eine Welt haben, ein Level haben, nämlich die, den Silver Castle. Das Silver Castle, so. Das Silver Schloss. So. Ach Mensch, doofe Fliege. Entschuldigung, wenn ich das ab und zu mal sage, aber ja, die nervt halt. So, ja, auf der rechten Seite haben wir jetzt Akt 2 geschafft mit Sonic. Knuckles ist ein kleines bisschen hinterher. Ich würde sagen, so ungefähr eine halbe Minute. Könnte das hinkommen? Kann man ein bisschen auf die Zeit achten. 9 Minuten 40 war das, als Sonic angefangen hat mit dem Akt. Und dann, ja, sehen wir es ja gleich. So, auf der rechten Seite haben wir auf alle Fälle ja, den nächsten Bosskampf. Da müssen wir halt immer so ein bisschen aufpassen. Der ist relativ einfach, aber der kann halt schießen und diesen Schüssen müssen wir ausweichen. Und ich glaube, mit Knuckles dürfte der Boss um einiges einfacher sein oder schneller gehen zumindest. Einfacher sein wir dahingestellt, der ist jetzt generell nicht allzu schwer. Und gucke ich mal auf die Zeit. Den, ja, sagen wir 10:30. Das heißt, Sonic ist gerade 50 Sekunden vorne. Nee, die haben nicht unendlich Luft. Deswegen hatte der Boss eben, oder der Boss, Sonic ist ja immer noch da bei dem, der Boss hat ab und zu ja auch so eine Luftblasen verschossen, beziehungsweise er selber nicht, aber da, wo er hinschießt, entstehen halt auch Luftblasen auf dem Boden. Und die brauchen wir im Zweifelsfall tatsächlich auch. Ah, okay, da wurde auch gerade im Mainstream gesagt, man kann sogar noch man kann sogar noch ertrinken, wenn man den Boss eigentlich schon geschafft hat. Und das ist ja dann endgültig auch die Antwort auf deine Frage, Rizal. So, jetzt gucke ich auch noch mal kurz auf die Zeit. Ich glaube nämlich, Knuckles hat er ganz gut aufgeholt jetzt bei dem Boss. Jetzt sind es nur noch ein bisschen was über 30 Sekunden, also fast 20 Sekunden nur bei dem Bosskampf eben aufgeholt. Ich hatte jetzt auch in dem Moment gar nicht auf Sonic geachtet. Kann es sein, dass Sonic da gestorben ist bei dem Boss? Irgendwie? Weil wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen, weil ich halt die ganze Zeit auf Knuckles geguckt habe in dem Moment. So, hier haben wir jetzt auf der rechten Seite gerade einen kleinen Damage-Boost gemacht, also wir haben uns treffen lassen und in der Unverwundbarkeitsphase sind wir halt schnell durch die ganzen Laser dadurch. Und hier müssen wir an bestimmten Stellen, da weiß ich tatsächlich nicht genau, warum wir da warten müssen und wann es dann genau weitergeht, aber es gibt so ein paar Stellen, da müssen wir halt kurz warten, bis es weitergeht und an diesen Stellen werden wir dann normalerweise den Spin-Dash mal aufladen, sodass wir in dem Moment, in dem es dann weitergeht, halt so schnell wie möglich loslegen können quasi wieder. Okay, da auf der rechten Seite haben wir uns jetzt bewusst einmal von Stacheln treffen lassen, weil wir so ein bisschen Momentum nach links haben wollten, weil wir sind ja vorher nach rechts gelaufen und hätten uns dann umdrehen müssen und Moment. Ja, so, und wären dann halt bei einem Momentum von 0 und ja, deswegen haben wir uns da einmal von Stacheln treffen lassen und damit ein bisschen Momentum aufgebaut. So, aber zeitlich, ich weiß jetzt gerade nicht, warum das zeitlich so in Anführungsstrichen so schlecht ist. Also super schlecht ist es ja jetzt nicht, aber mir ist halt nichts wirklich Schlimmes aufgefallen. Deswegen wundert mich das jetzt gerade. Wie gesagt, es kann sein, dass Sonic bei dem einen Boss gestorben ist, dann habe ich es nicht mitbekommen, weil ich da die ganze Zeit auf Knuckles geachtet habe. Will ich jetzt nicht ausschließen. Aber wir sind... Moment, jetzt muss ich gucken. Ja, wir sind jetzt beim finalen Boss.
auf der rechten Seite. Und hier ist die Prämisse einfach, dass wir seinen Laserstrahlen auf ihn zurückschießen. Wir sehen im Vorfeld schon immer, ob er aus der linken oder rechten Kanone schießt. Da müssen wir halt auf dem Laufrad nach links oder rechts gehen oder laufen, damit wir die Plattform darüber bewegen. Und die müssen wir halt an die entsprechende Position bewegen. Oder hier in dem Fall können wir sie einfach lassen, sodass sodass Robotnik halt von seinem eigenen Laser getroffen wird. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Treffer es sind, aber da ist dann gleich Time auf der rechten Seite. Und links sind wir auch schon im finalen Bosskampf. Natürlich ist in dem Bosskampf vollkommen egal, ob wir Sonic oder Knuckles spielen, weil wir greifen ja nicht selber an. Die debattieren gerade so ein bisschen darüber, warum Robotnik überhaupt so eine Maschine konstruiert, die nur er selber zerstören kann, aber dann gibt er auch eine Möglichkeit, sich selber zu zerstören. Eigentlich seltsam. Ja, da kann er keine Zeit mehr gut machen, richtig. So, und rechts haben wir jetzt gleich Time. Und zwar... Moment. War Time nicht schon direkt nach dem... Ach nee, stimmt. Ich hatte mir ja den Run von SDVO Live angeguckt und er wusste in dem Moment selber nicht genau, wo getimt wird. Na gut, sagen wir einfach jetzt 15 Minuten exakt. Hypnotics, der ist ja jetzt auch im Grunde schon durch. Die werden dann auch an derselben Stelle timen. Ja gut, 15 Minuten 3 ist es jetzt eigentlich nicht. Also waren schon ein bisschen mehr als 3 Sekunden auseinander. Aber ja, beide im Estimate geblieben. Beide das Ganze abgeschlossen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Knuckles beat the game. Also wir hatten ja jetzt, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Hypnotics hatte Knuckles und STVO hatte halt Sonic. Das heißt 14:10, das stimmt die Zeit. Und Knuckles 13:38 wär das bei Knuckles gewesen. Hypnotics gewesen. Ja, aber 15:14 hat Hypnotics mit Sonic. Also die Zeit an sich stimmt auch. Aber wir wussten halt am Anfang nicht, dass Hypnotics dann nicht mit Sonic, sondern mit Knuckles spielen wird. Und da ist er halt, da ist er sogar Weltrekordhalter mit 13:38. Also, hallo. Also insgesamt Weltrekorde für Sonic 13:32, für Knuckles 13:38. Also das ist schon sehr dicht beieinander. Das nimmt sich da nicht wirklich was. Ja, irgendwie hat die Regie da mit dem Time nicht ganz aufgepasst. Ich glaube, die hatten den Timer, also den quasi zweiten Timer viel zu früh dann gedrückt. Oder halt bei Sonic viel zu spät, dass die 15 Minuten da eigentlich nicht stimmen, sondern dass es, weiß ich, 14:40, 14:45 oder so gewesen sind. Wie gesagt, STVO wusste in seiner PB selber nicht genau, wo getimt wird. So, dann kommt jetzt ein etwas längerer Run, habe ich gehört. Etwas länger ist gut. Ja. Erstmal die Notes aufmachen. Da. Dann die anderen Notes noch aufmachen. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, doch, das war. So, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich für den Run 2 Notes hatte. Ich überlege gerade, welche ich benutze. Die einen Notes, das sind wie viele Seiten? 16 Seiten. Die anderen Notes sind 42 Seiten. Ah, welche nehme ich da?